Du bist höchstens verliebt und vor allem total verblendet. Sag mal, geht's noch? Du glaubst dieser Jessica doch jeden Schwachsinn. Was willst du ihr eigentlich unterstellen? Jessica ist hier das Opfer. Behauptet sie. Seit wann bist du eigentlich so leichtgläubig? Oder hast du dich inzwischen doch verknallt, hm? Nein, aber im Gegensatz zu dir habe ich eine gute Menschenkenntnis. Jetzt hör auf, mir diese alten Geschichten unter die Nase zu reiben. Mit Andi ist es was anderes. Natürlich, wie immer, hä? Schluss jetzt! Jetzt beruhigt euch, alle beide. Und dann reden wir in Ruhe darüber. Jetzt fang du nicht auch noch an. Echt, ich hab so satt, mir ständig vorschreiben zu lassen, was ich tun soll. Er hat recht. Lasst uns bitte in Ruhe miteinander reden. Vergiss es. Ich habe mich für Andi entschieden. Komm damit klar oder lass es. Wow. So auffällig? Du siehst klasse aus. Danke. Ach, dich habe ich schon gesucht. Wie findest du das? Was? Das Kleid kann ich so weg? Bisschen früh für eine Party, findest du nicht? Also ich find's super. Du willst auf eine Party? Nein, ich bin eigentlich mit Christian verabredet. Ach so. Wie schnell brauchst du die Schönberger Verträge? Ach, du kannst dir Zeit lassen. Der Termin ist nächste Woche Mittwoch. Wenn du damit einverstanden bist, dass sie sich mit ihm trifft, dann glaubst du wirklich, dass Andi unschuldig ist? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich habe ihn im Gefängnis als anständigen Kerl kennengelernt und immerhin habe ich ihm zu verdanken, dass ich frei bin. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich weiß aus Erfahrung, dass Dinge manchmal anders scheinen, als sie wirklich sind. Ja, darin bist du Spezialist. Das heißt also, nur weil ihr im Knast zusammen einen Teller Bohnen geteilt habt, lieferst du ihm einfach deine Tochter aus. Tristan, ich denke, du verrennst dich da in etwas. Bin ich denn der Einzige hier, der Helena beschützen will? Tristan, warte mal. Willst du mir jetzt wieder erzählen, was für ein netter Kerl dieser Brutalo ist? Versteh nicht, ich kenne Andi nur als liebenswerten Zeitgenossen. Aber ich merke, dass du dir Sorgen um deine Schwester machst. Das heißt also, du willst... Sorry, Justus. Keine Ursache. Du willst also nochmal mit ihm reden? Ja, das werde ich. Gut, danke. Wie können Sie es wagen, hierher zu kommen? Ich bin mit Helena verabredet. Danke, ich kenne den Weg. Fühl dich nicht zu sicher. Vergewaltiger sind hier auf dem Schloss nicht gerne gesehen. Überhaupt nicht gerne. Du weißt genau, dass ich unschuldig bin. Und das werde ich auch beweisen. Wir werden sehen. Die sind wunderschön. Du hast mir voll gefehlt. Und du mir erst. Hallo, Ludwig. Ich möchte mit Helena sprechen. Ja. Weißt du was, ich komme nachher einfach zu dir. Da ist es eh viel gemütlicher als hier. Dann bis später. Tristan macht sich große Sorgen um dich. Ich weiß. Aber das ist völlig überflüssig. Ich kann ihn verstehen. Die Anschuldigungen gegen Andi wiegen schwer. Papa, du kennst ihn doch auch. Ich habe mir viel zu lange einreden lassen, dass er schuldig ist. Was heißt hier einreden? Aber das war ein Riesenfehler. Und mein Bauchgefühl hat es mir von Anfang an gesagt. Und du bist dir wirklich sicher? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Nur weil du kurz befürchtet hast, dass er gestorben ist, glaubst du jetzt, dieser Typ ist ein Unschuldsengel? Glaub mir, das ist er nicht. Oh, jetzt hör doch auf. Du hast auch von Anfang an keine Gelegenheit ausgelassen, um gegen Andi zu stänkern. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Andi zu so etwas fähig ist. Und ich kenne dich. Du würdest ihm nicht vertrauen, wenn er nicht wirklich unschuldig wäre. Wieso ist kein Bier mehr da? Bin ich ja der Einkäufer vom Dienst, oder was? Gab's wieder Stress mit Christian? Ist für mich. Na? Hey, Olli. Hey, Helena.
So schnell habe ich mit dir gar nicht gerechnet. Gab's Stress mit Ludwig? Ganz im Gegenteil, ist auf unserer Seite. Du musst ihn in Patagonien ganz schön beeindruckt haben. Und was passiert jetzt mit Jessica? Schmeißt er sie raus? Papa glaubt, dass sie vielleicht psychische Probleme hat oder so und deshalb die ganzen Lügen erzählt. Er hat auf jeden Fall psychische Probleme und ist total durchgeknallt. Ja, er will erstmal den Prozess abwarten, bevor er irgendwelche Konsequenzen zieht. Ach, wenn der ganze Spuk doch schon vorbei wäre. Ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass der alte Louis noch an mich glaubt. Und du natürlich auch. Musst du immer alles auf den Boden schmeißen? Wenn mein Vater schon nicht mehr an die Vergewaltigung glaubt, dann wird es der Richter womöglich auch nicht. Und du bist schuld daran. Ich? Wer denn sonst? Langsam fallen alle um und glauben an dir. Das heißt ja wohl, dass du deine Rolle ziemlich schlecht gespielt hast. Na, vielen Dank. Hast du vielleicht mal daran gedacht, dass es deine Schuld sein könnte? Scheiße. Wenn Andi auf dem verdammten Motorrad gesessen hätte, dann hätten wir die ganzen Probleme jetzt nicht. Was? Vielleicht sollten wir die ganze Sache lieber abblasen. Ich habe echt keine Lust, Ärger wegen Meineid oder wie das heißt zu kriegen. Bist du verrückt? Der Prozess ist unsere letzte Chance. Aber du hast doch gerade eben gesagt, dass mir keiner mehr glauben wird. Mein Vater hat mich eben auf eine Idee gebracht. Ich hatte schon fast vergessen, dass Andi in Patagonien im Knast saß. Ja und? Vor Gericht macht es sich immer gut, wenn der Angeklagte schon Dreck am Stecken hat. Es kann nicht schaden, Andi mal gründlich durchleuchten zu lassen.